guten Morgen, schön, dass Sie hier sind. Auch von meiner Seite erstmal guten Morgen und herzlich willkommen hier in Schmalkalden. Thomas Oelsner, mein Name. Wieso haben wir überhaupt dieses Studium uns überlegt? Man weiß so seit circa 15 Jahren, dass die Rahmenbedingungen für Apotheken in Deutschland enger werden. Man muss eine Apotheke managen wie eine andere Firma auch. Was mit Unternehmensführung zu tun hat, mit Management zu tun hat, mit Personalführung zu tun hat oder mit Managen des Einkaufs zu tun hat. Wenn Sie dieses Studium absolviert haben, haben Sie eindeutig ein Alleinstellungsmerkmal, das Sie qualifiziert bei der Führung einer Apotheke. Siegburg, das ist nähe Bonn und bin seit 8 Jahren jetzt PTA. Ich bin Christine Greis, ich bin 36 Jahre jung, komme aus Heppenheim und arbeite in einer öffentlichen Apotheke. Ich gehe mit Freude in dieses Projekt Pharmazieökonom. Von meiner Seite zum Studienaufbau. Sie haben immer diese Seminare, die einzelnen Aufbaumodule, sprich die Unterrichtsfächer, wie eben heute das erste Fach angewandte Betriebswirtschaftslehre, und dann in dem darauffolgenden Seminarblock am Anfang die anstehende Klausur dazu, und damit ist auch für Sie dieses Thema abgegolten. Und der Vorteil dieses Aufbaus ist eben, weil wir wollen Sie ja berufsbegleitend und auch familienbegleitend, die meisten haben ja auch Familie, und da wollen wir natürlich nicht Ihnen unnötigen Aufwand machen, und das hat sich ja bei uns so herauskristallisiert, dass dieses berufsbegleitende Studium in diesem schrittweisen Aufbau eben am besten praktikabel ist. Und so können Sie zum Schluss, haben wir jetzt nicht nochmal eine generalistische Abschlussprüfungszeit, wo Sie dann nochmal 2 Wochen lernen müssten, oder Urlaub nehmen müssten, um dafür zu lernen, damit Sie die ganzen Prüfungen absolvieren. So ist es eben praktisch immer für Sie ein Seminarblock, Prüfung dazu, Seminarblock, Prüfung dazu, etc. So kommen Sie durchs Studium. Aber Sie werden merken, es ist sehr gemütlich, Atmosphäre, familiäres Flair haben Sie hier. Sie sind mit den Dozenten sehr schnell, werden Sie warm, und dann haben Sie Interaktion ganz gut, funktioniert super. Eigentlich mit jedem Kurs sind alle sehr begeistert davon. Zunächst kurz zum Studienaufbau. Also das Curriculum umfasst folgende Fächer, die hier abgebildet sind, folgende Module. Zunächst beginnt es mit der angewandten Betriebswirtschaft. Kann ich mit dieser Apotheke überhaupt Geld verdienen? Wie baue ich ein kennzahlengestütztes Controlling auf? Lohnt sich ein Kommissionierautomat? Zu dem Modul Marketing und Verkauf. Hier sind die Hauptfragestellungen. Wie mache ich eine Zielgruppenanalyse? Wie entwickle ich ein Marketingkonzept, das zugeschnitten ist auf die eigene Apotheke, und wie setze ich dieses Marketingkonzept um? Zu dem Modul Beschaffung und Warenwirtschaft. Hier geht es im Wesentlichen darum, sinnvolle Reports aus dem Warenwirtschaftssystem zu generieren. Wann lohnt sich Direktbezug versus Großhandelsbezug? Dann gehe ich mal kurz ein auf so ein Nebenmodul Recht und Normensysteme. Inwieweit braucht eine Apotheke allgemeine Geschäftsbedingungen und wie sollten diese ausgestaltet sein? Import, Export von Arzneimitteln und vor allen Dingen Werberecht. Was ist zulässige Werbung? Natürlich auch Qualitätsmanagement. Hier ein begleitendes Modul ist EDV. Das heißt, irgendjemand in der Apotheke sollte in der Lage sein, eine Präsentation per PowerPoint zu machen, auch über einen Serienbrief Kunden anzuschreiben, mit einer kleinen Datenbank umgehen zu können, irgendwelche Berechnungen über Excel anstellen zu können. Zur Organisation und Soft Skills. Hier geht es darum, wie erstelle ich einen sinnvollen Personalplan, generell wie organisiere ich die Prozesse des Reklamationsmanagement, wie führe ich ein Team, was ist eine sinnvolle Kommunikation und wie bringe ich eine sinnvolle Kommunikation in die Apotheke. Dann dieses Modul Gesundheitsökonomie. Dieses Modul soll den Blickwinkel öffnen, das Gesundheitssystem zu verstehen in Deutschland und auch ein bisschen zu kennen, welche anderen angrenzenden Länder welches Gesundheitssystem haben diese. Und natürlich Gesundheitssystem zu verstehen heißt, die wesentlichen Akteure des Gesundheitssystems zu verstehen.